Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr alle kennt doch sicherlich diese Fertigburger, die es eingeschweißt gibt von der Firma Ableben. Heißt die Ableben? Ich muss mal kurz nachgucken. Abelen, auf jeden Fall. Ableben. Ja, das könnte man natürlich denken, wenn es nicht mehr schmeckt. Ableben. Die haben auf jeden Fall jetzt eine neue Marke rausgebracht oder wie auch immer man das nennen will. Die gibt es ja in diesen eingeschweißten Packungen, wo dann immer zwei Hamburger drin sind oder zwei Cheeseburger. Und jetzt ist mir was ins Auge gestochen. In so einem richtigen Pappkarton ein einzelner Burger. Der Royal Cheeseburger und der Big Double Burger aus der Reihe Time for Taste. Hier ist noch Klebestreifen dran. Aus der Time for Taste Reihe bei Abelen. Nicht Ableben, bei Abelen. Das ist also eigentlich voll die Billigmarke, wo ihr einfach nur eine Scheibe Fleisch drauf habt und eine Scheibe Käse und das war's. Hier ist es aber anders. Der Burger sieht ja richtig nach was aus. Und es steht auch dabei, mit allem, was du siehst, an der Seite bei dem Big Double Burger steht zum Beispiel extra Käse, pikante Burgersoße, Gurken, Relish und Rindfleisch-Patties. Die werden auch direkt so mit der Packung in der Mikrowelle gemacht. Und das ist nur einer, so teuer halt wie zwei von den anderen. Die müssen aber besonders lecker sein, die wollen wir jetzt mal probieren. Bei dem steht auch dabei, bei dem Royal Cheeseburger, extra Käse, Senfsoße und Ketchup, Rindfleisch-Patty und Salzgurken. Die werden wir beide jetzt mal warm machen, werden die mal probieren. Ich fahre nämlich morgen nach Erfurt. Das Video ist jetzt noch vor der Erfurt-Reise entstanden und die sind nicht mehr so lange haltbar. Deswegen ist es jetzt zwar nachts um 3:30, aber die muss ich mir noch schnell reinprügeln, damit, wenn ich die Woche nicht da bin, die nicht schlecht werden. Das ist nämlich umweltbewusstes Denken und Handeln, ganz wie es ein Ramses eben tun würde. 90 Sekunden, 100 Sekunden, die haben sogar zwei unterschiedliche Zeiten. Ich hau die einfach jetzt beide gleichzeitig in die Mikrowelle und guck mal, was passiert. Da sind wir zurück, die zwei Burger sind theoretisch fertig. Es hat nämlich einen Knall getan und ich dachte, was? Aber das steht ja sogar drauf. Das kann ich euch mal hier zeigen. Die sind jetzt irgendwie ein bisschen aufgeplustert. Bei dem sieht man es nicht so sehr. Bei dem anderen ist es deutlicher zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der war vorhin nicht so prall. Der ist jetzt hier auch richtig rund. Also auf der Verpackung steht hier hinten auch drauf, Burger mit der Packung in die Mikrowelle stellen, bei 600 Watt für 90 Sekunden erhitzen, plopp, vor dem Öffnen kurz abkühlen lassen und genießen. Den gönne ich mir heute, Burger, timefortaste.de. Die mache ich jetzt mal beide auf und hoffe, dass sie dann nicht so heiß sind. Mit was fangen wir denn an? Big Double Burger oder Royal Cheese? Ich würde sagen, wir nehmen den Royal Cheese und den extrem fleischigen mit zweimal Fleisch nehmen wir dann zum Schluss. Wie macht man das auf? Keine Ahnung. Das hält man fest, das hält man nicht fest. Zum Öffnen Folie nach oben ziehen. Okay, jetzt halten wir das also hier fest und ziehen die Folie nach oben. Was richtig gut funktioniert, nämlich gar nicht. Was ist das, Mann? Ich verstehe das nicht. Hier trennt sich doch das ganze Ding auf, oder? Soll das das sein? Man reißt doch nicht hier den vorderen Boden mit weg, oder? Das geht auf jeden Fall richtig gut. Ich suche mir mal einfach eine andere Ecke und wühle da ein bisschen rum. Vielleicht schaffe ich es ja da. Ne, das sieht auch komisch aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht ist irgendwas falsch. Folie nach oben ziehen. Da passiert aber nichts. Alter. Ihr könnt hier schon sehen, dass ich die ganze Pappe hier schon abziehen. Und das ist einfach immer noch hier in dieser Folie drin, fest verpackt. Einfach die Folie nach oben ziehen. Das klingt auf jeden Fall
Sehr einfach, aber was ist das, Mann? Wer stellt sowas her? Jetzt ist irgendwo ein Loch drin und die ganze Luft ist raus. Der ganze Burger wird in der Zwischenzeit verkrüppelt. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich probiere es jetzt mal anders. Oh, mit noch ein bisschen Gewalteinfluss. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. So möchte man seinen Burger doch essen. Jetzt ziehen wir es hier am Rand einfach auf. So, wunderbar. Sieht aus wie neu. Guckt euch das an. Da ist er also, der Royal Cheese Burger. Sieht interessant aus. Ich muss mal diese komische Verpackung, ey, die Folie, die nervt total. Einfach nur, wir nehmen den jetzt mal raus, wir nehmen den mal auf die Hand. Das ist also der Royal Cheeseburger mit Käse, mit Fleisch. Wir klappen das auf. Der Käse sieht überhaupt noch gar nicht fertig aus. Das ist alles wie eine bunte Knetmasse einfach da drauf, zusammengepappt. Riecht aber gut. Ihr seht ja auch Zwiebelchen, alles Mögliche dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch länger sein müsste, dass das nicht so aussieht, als wäre das alles Gummi und dass der Käse noch irgendwo zerlaufen muss. Aber ihr habt ja unten drunter Käse, ihr habt oben Käse. Es hat geploppt auf jeden Fall, aber da muss man wahrscheinlich wieder das Auge zumachen und einfach nur reinbeißen. Nicht so viel gucken, einfach genießen. Wir gucken mal, wie der schmeckt, machen dann den anderen noch auf. Wow. Der schmeckt original wie bei McDonald's. Von dem Fleisch, von dem Feeling her, alles dabei. Nur, dass noch mehr Zeug drauf ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mmh. Das ist richtig genial. Time for Taste bei Abelen. Ich habe sonst immer diese normalen Billigburger gekauft. Habe mir die einfach warm gemacht, habe noch ein paar Pfefferoni dazu gegessen oder irgendwas. Aber die sind wirklich genial. Hammer. Das Problem bei uns ist nämlich, bei McDonald's, hier gibt es kein McDonald's. Ihr müsstet in die nächste Stadt fahren, um mal zu McDonald's zu gehen. Und bevor ich bei McDonald's mir einen Burger kaufe, der vielleicht in dem Sinne günstiger ist, weil ihr für 1 Euro einen Hamburger bekommt, aber erstmal 5 Euro verfahrt, um dahin zu gehen, habt ihr dann 6 Euro für einen kleinen Hamburger bezahlt. Und dann geht ihr los und kauft euch halt für 1,50 im Rewe direkt hinterm Haus so einen Burger, habt diesen richtig genialen Geschmack. Mmh. Wo auch schon ordentlich was drauf ist, was eine richtige Geschmacksvielfalt mitbringt. Eigentlich darf ich den gar nicht ganz essen, ich muss ja den anderen noch probieren. Ich lege den mal zur Seite und versuche den jetzt mal aufzumachen. Jetzt kommt nämlich noch der Big Double Burger, mal gucken. Da dürfte der Käsegeschmack nicht so brutal sein. Aber vielleicht schmeckt das ja wie ein McDouble und ich weiß wieder nicht, wie man den Mist hier aufmacht. Einfach die Folie nach oben ziehen, aber das funktioniert doch nicht. Kein bisschen. Wir gehen einfach mal hier über den Rand rein. Hier ist es jetzt nicht so brutal. Da haben wir ein Schlupfloch gefunden. Das ziehen wir hier auf. Hm. Der sieht viel cheesiger aus als der mit Käse. Wenn ihr das seht, hier am Rand, da fliegt der ganze Käse raus. Da ist auch irgendwie Wasser mit drin. Das können wir ja mal so zeigen. Habt ihr das gesehen? Da kam das Wasser vorbei. Den nehmen wir auch einfach mal aus der Verpackung raus. Der ist ein bisschen zusammengeschrumpelt. Alter, der ist ja auch übelst heiß. Da seht ihr jetzt eigentlich nur Käse und Fleisch. Und unten drunter noch mehr Käse und noch mehr Fleisch. Und den kann man irgendwie überhaupt gar nicht auseinandernehmen. Das ist alles komplett zusammengepappt und noch sau heiß auf jeden Fall. Ah.
zwei Scheiben Fleisch, dazwischen ganz viel Käse. Irgendwie sehe ich gar nichts anderes. Ich sehe nur Käse und Fleisch. Was sollte da alles drauf sein? Pikante Burgersoße, Gurkenrelish, extra Käse, Rindfleisch. Gut, hier ist Rindfleisch. Die Soße ist irgendwo dazwischen vergraben. Ich glaube, der ist mir noch zu heiß. Ich esse erstmal den anderen und komme dann gleich auf den zurück. Der war mit Salzgurken, Senfsoße und Ketchup. Das ist dieser Geschmack, diese Mischung aus Senf und Ketchup, die irgendwie so einen McDonald's-ähnlichen Geschmack mitbringen. Finde ich auf jeden Fall richtig genial. Das Fleisch ist eigentlich auch richtig gut. Bin positiv überrascht auf jeden Fall. So. Ich hoffe, der andere ist jetzt einigermaßen abgekühlt. Ich klappe den mal noch kurz auf. Gut, wenn ihr hier reinguckt, da ist sicherlich die Burger-Soße drin. Wir nehmen das letzte Stück von dem Royal Cheese und probieren gleich den Big Double. Sieht einfach aus wie ein Gehirn. Hier unten dieses Muster, wenn man sich das ganz groß anguckt. Riecht ein bisschen komisch. Wenn ich noch den guten Geschmack von dem anderen habe und rieche an dem, würde ich denken, dass der andere bestimmt besser ist. Aber vielleicht macht die Soße den Geschmack hier auch aus und bringt mich in eine ganz andere Geschmacksrichtung. Wir probieren mal. Hier hinten ist der ganze Käse. Wir probieren mal hier vorne in dem Stück, wo die ganze Soße rumhängt. Also es schmeckt nicht schlecht. Ist auf jeden Fall kein muffiger, ekliger, fettiger Geschmack da. Aber irgendwie schmeckt es auch irgendwie nach nichts, irgendwie so neutral. Da habe ich bei dem anderen diesen richtigen McDonald's-Geschmack gehabt. Hier merke ich einfach nur ein bisschen Fleisch mit Käse. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Burger-Geschmack identifizieren. Wenn ich mir eine Frikadelle auf ein Brötchen hau und eine Scheibe Käse drauf, habe ich auch so einen Geschmack. Schmeckt aber dann einfach wirklich nur nach Fleischklops und nicht nach Burger. Während der andere einfach den richtigen Burgergeschmack hatte. Finde ich aber trotzdem gut, sind gute Alternativen. Ich würde auf jeden Fall den Royal Cheese nochmal kaufen. Den kann ich empfehlen. Geschmacklich 1A, wunderbar. Sah auch gut aus, ist auch einiges mit drauf. Probieren könnt ihr natürlich beides selber, könnt mir eure Meinung unten reinschreiben. Habe ich beide im Rewe gefunden. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.